vierte Station, die Fundamente von St. Petri, war an diesem Ort der Anfang der Stadt, ein Anfang der Stadt Köln. Unter der Erde Spuren von Mauern, die erzählen von christlicher Bildung und Gottesdiensten. Steine, die wie alle Kirchenmauern getränkt wurden von den Tränen der Trauernden, dem Gesang der Fröhlichen, den Gebeten der Hoffenden. Vieltausendfach sammelten sie sich durch Jahrhunderte an diesem Ort und weinten und lachten und feierten. Kirche markieren die Mitte der Stadt als Ursprungsorte einer Gemeinschaft. Und sie bleiben Zeugnisse dieser Gemeinschaft, auch wenn die Menschen längst in eine andere Welt gegangen sind. Kirchen sind Orten, die unseren verwundenen Seelen Schutz bieten und doch selbst schutzlos sind gegen die Gewalt der Menschen. Dresden und Coventry, Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche und fast alle alten Kirchen Berlins wurden im Krieg beschädigt oder zerstört, so wie der letzte Petrikirchbau aus dem 19. Jahrhundert an diesem Ort. Ihre Mauern sind Gedenksteine von Terror und Krieg durch die Jahrhunderte. Erinnerungsmale an den gewalttätigen Menschen, der Gott verrät, indem er seinen Bruder ermordet. Unter dem Pflaster dieser Stadt liegen viele Kirchen, gesprengt, zerbombt, verfallen, abgerissen, überbaut, aber nicht vergessen. Mahnmale, die uns erinnern, wie es hätte sein können, wenn, ja, wenn. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und als Jesus noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den er greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen. Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Dabei habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt. Und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und sie flohen. Lassen Sie uns auch an dieser Stätte eine weitere Strophe von Paul Gerhards Passionslied anstimmen. Die dritte Strophe von O Haupt voll Blut und Wunden. So wie es auf dem Begleitblatt abgedruckt ist. Die Farbe deiner